Deutschland. Mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. Nochmal. Was machst du denn, wenn du mal alt bist? Ich lass mich auf jeden Fall nicht von euch pflegen. Du bist von euch, als ob ich dich pflegen will. Ja, sowas passt. Scheiße, nee. Ja. Bitte, ich würde dich nicht pflegen, Alter. Ich würde dir nicht in den... Nein, ich würde dich nicht pflegen. Ja, also, und warum antwortest du, warum fragst du mich denn jetzt sowas? Das war doch meine Antwort. Ja, aber dann ist doch die Frage, wenn du doch mal alt bist, ne? Ja. Wer soll ich denn dann pflegen? Verheiratet bist du nicht, Kinder hast du jetzt wahrscheinlich auch nicht, was oder? Was interessiert das einen fremden Deutschen, was ein Marokkaner später ich macht in seinem... Ich bin Deutscher, mein Name wird doch... Alter, du Marokkaner-Freund, du kannst doch... Du lebst doch in Deutschland ein bisschen länger, oder? Nee, lebe ich nicht. Ich bin vorgestern eingereist. Na siehste, und dann immer noch, wenn man vorgestern hat, selbst in Marokko weiß, dass ein Ivan meistens kein Deutscher sein kann. Das hat der keine Ahnung, es gibt auch Murats, die sind Deutsche. Das macht doch jetzt keinen Unterschied im Jahr 2024, oder? Ich hab keine Ahnung, Bruder. Ich hab wirklich keine Ahnung, Alter. Ja, was wolltest du denn jetzt sagen? Also was war jetzt deine Frage jetzt hier? Die Frage ist, wenn du mal alt bist, was denkst du denn, wer dich oder was du dann machst? So? Das ist egal, das lass meine Sorge sein. Das ist auf jeden Fall deine Sorge. Ja, aber dann die alten Pfleger, die getan so? Allgemein? Gar nichts, so. Die sollen einfach alle arbeiten gehen, Bandscheibe bekommen, einfach arbeiten gehen, schuften, mehr für jeden. Die sollen noch mehr machen, noch mehr arbeiten. Ja, du bist aber ein netter Muslim, Alter, ne? Du bist ja voll ich der bin gute Muslim, Deutscher, oder? Ich bin Religion, ich distanziere mich von Religion. Ich bin ein Deutscher und Religion hat jetzt gerade nichts mit dem Gespräch hier zu tun, oder? Ja, okay, aber dann bist du auch kein guter Mensch, oder? Muss ich auch nicht sein. Muss ich ja nicht sein, ich muss ja kein guter Mensch. Wer ist denn heutzutage schon ein guter Mensch? Ja, das ist jedem selbst überlassen, meiner Meinung nach. Eindeutig, hast du schon recht. So, aber was die armen Altenpfleger und die armen Arbeiter dir getan haben, verstehe ich nicht. Du lebst doch gerade in einem Haus gebaut von Arbeitern. Ja, die das für mich gebaut haben. Du sagst es. Ja, Steuerzahler, die es für mich gebaut haben. Und da kommt nein, irgendein Bauarbeiter, irgendein Polacke, der vielleicht schwarz hier war. Ja, vielleicht irgendein Marokkaner, der schwarz hier war. Der hat egal, gebaut. Und jetzt lebe ich aber jetzt gerade hier drin. Wer es davor war, hat mich nicht zu interessieren. Ich lebe jetzt in der heutigen Zeit jetzt gerade da drin. Aber Dankbarkeit ist wohl nicht kein Wort für dich, so kennst du nicht, oder? Dankbarkeit ist kein Gesetz. Also nein, das ist keine Sinn der Sache, der Ziehung, der Staat, muss man haben, kann man aber. Macht der Staat ja auch nicht, wenn er dir deine Steuern abnimmt, sagt er auch nicht Danke für deine Steuern, weißt du? Er nimmt sie dir einfach weg. Er nimmt sie dir einfach weg, weißt du? So ist das Leben. Der Staat nimmt dir deine Steuern einfach weg, er sagt ja nicht Danke. Warum soll er Danke sagen, wenn er sich etwas nimmt? Warum soll ich Danke sagen, wenn ich mir das Bürgergeld nehme? Dagegen, meine Güte, Alter, wenn du nicht arbeitest, nicht arbeiten kannst und nicht fähig bist zu arbeiten, hast du ein Anrecht auf Bürgergeld. Da kannst du doch froh sein in Deutschland. In meinem Land und in deinem Land kriegst du keinen gelaufen. Ist ja nicht schlimm, ich rede gerade von Deutschland. Ich weiß nicht, warum du immer auf andere Länder beziehst. Also ich beziehe mich gar nicht auf andere Länder. Dein Ursprungsland aus dem wir kommen. Da können wir sehr dankbar weiß sein, dass man in Deutschland Geld kriegt. Auf jeden weiß Fall. Ich nicht, keine Ahnung. Kein Plan. Andere Länder, die irgendwo in Deutschland herum sind oder wer wo auch immer. Ich meine, Deutschland, die Welt besteht ja nicht aus Deutschland. Das kann sein. Ich würde jetzt auch gerne mal eine Sage hier, wenn es genehmigt ist. Ja, was willst du? Du, Kerle, mir gangen hier hart schuften, um Leute wie dir hier der Lebensunterhalt zu finanzieren. Weißt ja, du, kommst hier nach Deutschland. Juckt mir nicht. Mir händet hier die Jobs, Kerle. Komm ab, Junge. Ja, bitte. Ich glaube, du bist in Deutschland geboren, ne? Warte mal kurz. Ja, oben, du neuer reinkommen. Ja, bitte. Okay, darf ich fragen, was ihr wählt? Wen oder was das, ihr wählen würdet? Was juckt dich ich das? Dachte, ich bin kein Deutscher. Was juckt dich das? Nein, ich frag doch nur, Bro. Ja, aber ich... Hä? Wegen der Debatte alles, weißt du? Ja, ich mein? Gibt keine Debatte. Wir reden hier über Bürgergeld, keine Wahlen. Steht hier irgendwo oben Wahl? Nimmst du Bürgergeld zu dir? Nein, wir reden über Altenpflege. Eigentlich steht Überschrift. Ja, Altenpflege geht auch zu Bürgergeld. Wie meinst du? Ja, wirst du sehen. Bandscheibe dann ab ins Bürgergeld. So einfach ist der Job. Du arbeitest 20 Jahre. Also ich bin hier geboren, bin aber kein Deutscher, wollte ich auch nie sein. Ich bin Kroate, werde, wenn ich mal alt bin, in mein Land gehen. Und ey, freut mich, mein Freund. Und in meinem Land ist der Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn ich da bezahle selber für ein Altersheim, kriege ich über einen Pool. Und das ist viel ganz anders. Das ist eine ganz andere Nummer. So, da kann ich wirklich froh sein. Und ich bin auch dankbar, trotz allem dessen hier in Deutschland zu sein und dieses System so ist, wie es ist. Da kann man wirklich dankbar sein. Muss man einfach sagen. Warum das wollte ich nur mal gesagt. Bitte? Also, nö. Aber du scheinst ein total sympathischer Typ zu sein. Ich kenne selber viele Marokkaner, das sind nette Menschen, sympathische Menschen. Bist du auch? Ich glaube, im Herzen bist du sympathisch. Ja, ich bin auch sympathisch, aber ich bin ehrlich und direkt. Ich sag dir direkt, was ich denke. Ich mache nicht da hinten rum. Nein, ist auch in Ordnung. Aber du musst selber zugeben, du lebst viel von Hass. Also hier in diesem, weißt du, ich meine, die Hälfte davon, die hasst dich. Ich liebe es. Wieso hasst man dich? Ich liebe es. Herr Jobcenter? Was? Wieso hasst man dich, wenn ich fragen darf?
Ja, weil es ein Marokkaner in kurzer Zeit mit so einem Content nach oben geschafft hat. Ich weiß überhaupt nicht. Was für ein Content? Also ich bin neu hier, ich bin nur Anfrage gesendet. Ja, dann schmeiß ich dich jetzt raus, dann check meine Seite ab, da kannst du gerne hochkommen. Alter, wie besoffen ist? Ich setz mich schon nicht irgendwo an einem fremden Tisch. Da kommt jo, was ein komischer Mensch, ey, weil ich bin hier neu. Hä, wie, du bist hier neu und dann landest du direkt bei der Jobcenter, hä? Also ich muss sagen, viel von deinem Hass, ne, du hast ja wirklich drauf, du bist ein charismatischer Mensch, das weißt du selber. Und wenn du jetzt dein Essen immer machst, kennst du immer deine Essensvideos, wo du so isst und ja, dann so nicht so. Weißt du, ich meine, Alter, da ist der Hass schon manchmal wirklich begründet, was Alter. Ein komischer Weil du Mensch. Sagst dir die Wahrheit. Walla, was ein komischer Mensch gerade. Er ist neu und weiß nicht, was hier abgeht. Ja, dann check meine Seite ab. Ja, bitte. Assalamu alaikum. Name is Harik. Alaikum salam. Wie bitte? Is Harik. Kannst du bitte Deutsch reden? Wir sind ja nicht in Marokko. Leute, nehmt euch alle hops annehmen, arbeitslos. Ja, ich nehme euch doch sowieso alle hops. Das weiß doch sowieso Deutschland. Ist doch toll. Das Jobcenter weiß doch auch, dass ich die hops nehme. Okay. Nein, du sprichst auf die Wahrheit. In deinem sarkastischen und harten Ton, muss man ehrlich sagen. Du sagst einfach knallhart die Wahrheit. Und vieles, was du sagst, denken die Leute. Nur die würden das nie so dreckig. Normal würden die das nicht machen, weil die Angst haben, ihren 0815-Job zu verlieren. Oh, mein Chef sieht mich im Internet. Ah, wieso das? So, die Gesellschaft, weißt du, was ihre Freunde, Freundinnen und Mutter, Vater, was die so von den... Was soll ich sagen? Die alten Finger tun mir dann leid, Alter. Das ist ein dreckiger, harter Job. Ich würde den niemals machen. Nein, ich könnte den nicht mal machen. Doch. Ja, Younes, bitte, wie kann ich helfen? Immer schuften. Weißt du, ich könnte den nicht machen. Welche? Ja, so Altenpfleger. Du weißt, ich würde nur meine Eltern pflegen, aber sonst keine anderen. Ja, ich auch. Du, guck mal, ich sehe das ähnlich wie du. Aber musst du da nicht sagen, die Menschen, die das machen, entweder haben die eine extrem hohe Ekelschwelle, ne, aber man kann denen auch dankbar sein. Ich würde es nämlich nicht tun. Für kein Geld der Welt. Ich dachte, für kein Geld der Welt. Warum soll ich jemandem was dankbar sein, wenn er es doch freiwillig macht? Also, wenn er gezwungen wird, dann würde ich sagen, okay, danke, dass du es machst, aber er macht es ja freiwillig. Da bist du bei mir an einer komplett falschen Haltestelle. Bei mir steht nicht an der Haltestelle, danke. Mich juckt das alles gar nicht. Ich bin Herr Jobcenter. Ich bin Herr Jobcenter. Aber tun die Menschen dir nie leid. Warum sollen die mir leid tun? Mir tun eher die Ja, wenn jetzt einer gearbeitet hat, 8 Stunden, stell dir vor, der hat da die Ärsche abgewischt, der hat Kotze weggemacht, die alte, weißt du, ich meine, so eklig. Dann kommt er von der Arbeit, macht TikTok an und sieht dich. Jetzt sieht so knallhart dich. Ja, was soll ich dir sagen? Ja, ist das, guck mal, jeder Mensch steht morgens um, sag ich mal, fast gleiche Uhrzeit auf. Der eine um 5, der eine um 4, der eine um 10, der eine um 8. Wie gesagt, TikTok sportlich, ich distanziere mich von allen jeglichen Hassrede, von hasserfüllte Ideologie. Eindeutig, alles Satire. Aber jeder Mensch steht ja morgens auf und jeder Mensch kann sich sein Leben doch selber aussuchen. Ich habe mich entschieden, ich stehe morgens auf, ich gucke aus dem Fenster und lache die Postboten aus, die mir die Jobcenter bringen. So, es ist meine Ideologie und ich lache sie aus. So, jetzt kann der eine sagen, du bist unverschämt, aber ich lache sie aus, weil ich habe jetzt gerade Lust zu lachen. Will mir jemand jetzt mein Lachen entnehmen? Nein. Ja, und der andere... Die meisten Neid hört man, holt man mit genau. Lachen. Und der andere Mensch... Guck mal, und der andere Mensch steht morgens auf und geht schuften. Warum soll ich mich jetzt bedanken bei ihm? Er macht es doch. Warum? Mich juckt das doch nicht. Soll er doch machen, was er will. Solange ich mein Bürgergeld kriege und rückwärts zur Sparkasse gehen, kennst du mir doch alles Schnuppi. Kann ich mal fragen, hast du eigentlich ein Hobby oder sowas? Ich habe viele Hobbys, so spiele. Ja, eindeutig. Wenn man viel Zeit hat. Ich spiele sehr viel Fußball, ich lese sehr viele Bücher, ich mache sehr viele YouTube-Videos, ich mache sehr viele Content-Videos, ich mache sehr viele Straßenumfragen, genau wie heute in Dortmund. Also ich bin sehr aktiv im so. Eigentlich arbeitest du irgendwie schon. Ja, was heißt Arbeit? Für mich ist Arbeit, wenn man zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort sein muss. Das ist für mich Arbeit. So. Also für mich ist eigentlich, alles was deinem nicht Spaß macht und sozusagen du machen musst, ist ja im Endeffekt Arbeit. Genau. Alles was dir Spaß macht, ist im Endeffekt keine Arbeit. Genau, und das macht mir alles Spaß hier so. Und, ich sehe das, also ich bin selber Künstler, ich habe selber mein Leben lang gearbeitet und dann irgendwann... Was sollen die Leute machen? Aber ich denke einfach nur, weißt du, ich meine, die Altenpfleger, ich könnte den Job nicht machen. Nur die tun mir dann leid, Bruder. Ja. So, wenn du den meisten Content machst und so, bin ich meistens dafür. Oder nichts dagegen. Ja, was geht, McLean? Alles klar bei dir. Ja, bitte. Ich habe keine Frage. Ich wollte nur sagen, dass du stabilen Content machst. Und ja, ich feier, was du machst und wofür du stehst. Dankeschön, Habibi. Ich wünsche einen schönen Abend. Habibi, schönen Abend. Dankeschön. Du Hurensohn. Die Mütter können nichts dafür, Alter. Das ist ja. Weichheit, damit deine dreckigen Glatze haben wir uns verstanden. Oh
Oh mein Gott. Du Eri. Ey, wie alt bist du? Kannst du nicht nochmal reden, Alter? Du, wie alt bist du? Und du mein Eri. 14. Ich lass deinen Annen auf Flasche. Marco Strich du arbeitest und so Strich auf. IC. Wieso? Der klärt doch die Gesellschaft auf. Der arbeitet doch an der Gesellschaft. Oh. Siehst du das nicht? Der investiert doch seine Zeit jeden Tag in die Gesellschaft. Okay. Das kannst du ja so, dass... Sag uns die Brate Steimer, ey. Ivane. Gar nichts, nee, nicht, Alter. Aber red doch nicht wie so ein Deppen, Alter. Du musst doch immer normal reden, da kommst du viel besser rüber. Nein, ich hasse den Typen, ganz ehrlich. Warum denn? Mann, ist das Satire. Warte weißt mal. Du, weißt du, was Satire ist? Lass den doch mal ein bisschen reden, Bro. Nicht immer dazwischen reden, relax. Immer so, mal die Leute, die mich gerade hassen, die musst du ausreden lassen. Das bringt, das ladest du so ja, auf Mann, YouTube Alter. Hoch. Das kommt alles auf YouTube. Ja, erzähl mir mal, Kleiner, was ist denn dein Problem? Mein Sippi soll zum Mund nehmen. Ja, weiter, Problem. Komm, weiter, red doch jetzt vernünftig, komm. Was ist denn jetzt dein Problem? Ja, keine Ahnung, dass du eine Glatze hast und einfach nur dummes Zeug von dir los schießt. Weißt du, ich meine, Alter. Okay. Anna Markovic, und, mit welcher Person willst du gerne mal so da? Dein Problem so im Leben? Ja, was sind deine Probleme, ja? Ich hab keine Probleme. Ah, haben wir ein Problem? Besser ist, Alter. Wir haben ein Problem, ja, wir haben ein Problem. Haben wir ein Problem, oder? Haben wir, ja. Dann schreibe ich dich gleich an, dann sehen wir, ob du noch ein Problem hast. Ja. Wenn ich deine Nachricht überhaupt sehe bei den ganzen DMs, die ich habe. Ja, okay, du Famer, sag du. Ich bin Fame. Herzlichen Glückwunsch, was soll ich jetzt machen? Ja, gar nichts. Ja, ich bin Fame und du nicht. Du bist ein No-Name. Ja, du bist crazy. Ja, du bist crazy. Dafür hab ich einen Job. Du bist, du bist ein No-Name. Ja, 100%. Bin ich auch stolz drauf. Ja, und ich bin stolz drauf, Fame zu sein. Lieber No-Name als so ein Stricher wie du. Genau, deswegen kommst du auch um 23 Uhr live bei mir hoch, ne? Weil du ja ein krasser G bist. 22:56. Tja, gleich musst du arbeiten gehen. Morgen gehst du zur Schule, Kleiner, ne? Was für zur Schule gehen? Dankeschön. Ach, gehst du arbeiten? Boah, ich schick dir gerne privat, was ich mache. Wie gesagt, ich kann deine Nachrichten nur lesen, wenn du sie hervorhebst. Das kostet 1 Euro bei Instagram. Ja, kann ich mir schon leisten, aber die Frage ist, ob du dir das auch leisten kannst. Brauch ich ja nicht, weil du willst mir doch schreiben, oder? Ja, was will ich dir denn schreiben? Du hast doch gerade gesagt, du willst mir privat was schicken, oder? Ja, meinen dicken Schwanz. Das kannst du ja gerne machen. Kannst du ja gerne machen. Geil, Alter. Ich will mal zu nichts sagen, Alter. Ich weiß nicht, wie ich diesen Titel hier nennen soll auf YouTube. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, Hassan. Bruder, was ist los mit dir, ja? Was ist los? Jetzt kommt der nächste Dönerverkäufer. Was ist denn los, Hassan? Ey, was redest du mit Hassan, Alter? Dein Vater ist ein Dönerverkäufer. Aber du heißt doch Hassan. Also ich kenne viele Dönerläden, die Hassan Grill heißen. Digga, und jetzt ist... Die einfach arbeiten, was ist denn jetzt? Hast du was gegen Türken? Was? Was? Wie bitte? Hast du was gegen Türken? Die Döner verkaufen, ich hab nichts gegen Türken. Wer hat das denn gesagt? Haben wir ein Problem miteinander, oder? Hab ich doch gar nicht gesagt, kleiner Mann. Haben wir ein Problem miteinander? Ja, haben wir. Ey, Jobcenter. Okay, wo wohnst du? Bayern. Ja, Hassan. Das ist echt, ich komme hier. Warum willst du nicht arbeiten? Was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Hast du noch einen Platz in deiner Dönerbude? Hast du noch einen Platz in deiner Dönerbude? Gegen dir will ich AfD. Mach das doch, will doch, was du willst. Mir doch egal, ich will morgen. Nur das weiß ich, Alter. Ey, Jobcenter. Ja. Wir arbeiten allem, ja. Warte, lass mal diese Filme. Warum? Ja, warum nicht, Mann? Was soll das, Alter? Wenn ich 400 Euro im Monat klarkommen, was ist 1400 das? 1400 Euro im Monat. Was machst du denn beruflich? Warum 1400? 563 Euro plus 300 Euro inklusive Mehrbedarf plus 720 Euro Miete. Ja, und darauf feierst du dich ab, oder was? Warum? Wir bleiben jeden Monat knapp 720 Euro. Das ist so, als würde ich arbeiten gehen und alles ist abbezahlt. Ist doch top, ist doch lecker. Schmeckt doch. 720 Euro, meine Miete ist bezahlt, GEZ ist bezahlt, alles ist bezahlt. Und immer noch 720 Euro. Aber du hast doch was in der Birne. Warum sollst du für 1500 Euro netto arbeiten gehen? Ja, genau. Deswegen beziehe ich auch Bürgergeld und mache nebenbei noch mein Geld. Ja, und das kommunizierst du so offen. Also du verarschst den Staat, du machst noch nebenbei genau, Kohle, und das, genau, kommunizierst das offen. Das muss man mir doch erstmal nachweisen. Ich kann doch öffentlich sagen, was ich möchte. Und das muss man doch in mir ja, erstmal nachweisen. Wenn du das doch so machst und damit zufrieden bist, warum machst du dich zum Beispiel lustig über Altenpfleger?
Ich kann mich doch über Kassierer oder so lustig machen. Kannst du auch. Nein, guck mal, die Sache ist die, das sind Menschen, die haben Kinder, die wollen ihren Haushalt versorgen und du machst dich lustig über die. Schon, mein Bürgergeld versorgt doch auch den Haushalt. Also wo ist denn jetzt der Unterschied? Ja, hast du mal einen Haushalt gesehen, was Bürgergeld bezieht und 4-5 Kinder hat? Weißt du, wie die leben? Oh mein Gott, Junge, Bürgergeld, 4-5 Kinder. Pff, Junge, das ist mindestens 5.000 Euro im Monat plus eine 100 Quadratmeter Wohnung mit Balkon. Das kann sich der Stefan mit seinen 5 Teenas nicht leisten. 5 Kinder? Warum, was kriegst du denn? Was ist das für eine Rechnung? 5 Kinder? Wenn du 5... Ja, pro Kind. Oh mein Gott, warte mal, wenn du 5... Was kriegst du denn pro Kind? Du kriegst Kindergeld. Wenn du 5... Hallo, wenn du 5 Kinder hast, kannst du eine Wohnung nehmen mit mindestens 100 Quadratmeter. Mindestens 100 Quadratmeter. Digga, du Idiot, wenn du 5 Kinder hast, musst du mindestens eine Wohnung mit 100 Quadratmeter. Ja, aber das wird ja vom Amt bezahlt. Währenddessen der Stefan, wenn er 5 Kinder hat, wenn er sich die Miete nicht zahlen kann, kann er die Miete ja nicht zahlen, aber das Jobcenter ist verpflichtet, mindestens 100 Quadratmeter zu zahlen. Mindestens. Und der weiter? Was weiter? Weiter, wenn du arbeiten gehst, wenn du arbeiten gehst, du sagst, du gehst arbeiten und diese 750 Euro Miete, die dir gerade das Jobcenter zahlt, siehst du als Plus. Ja. Dann finanzier du doch noch eine Wohnung, dann zahl halt 1.000 Euro im Monat Rate ab. Wofür? In 20 Jahren hat sich die Immobilie verdoppelt und du hast trotzdem was davon. Ja, wo hast du denn die Quittung, dass das in 20 Jahren wirklich immer noch das ist, was es immer noch ist? Vielleicht will ich doch gar nicht 20 Jahre. Guck dir doch mal den Mietspiegel von den letzten 50 Jahren. Möchte ich doch gar nicht. Wer sagt denn, dass ich 20 Jahre hier leben möchte? Will ich doch gar nicht. Vielleicht will ich nur noch 3-4 Jahre hier leben und dann nicht mehr hier leben. Hä? Also, jetzt kaufe ich jetzt etwas, wo ich dann gezwungen bin, hier zu leben? Nee. Guter Plan. Ja, nein, aber es geht doch gar nicht darum. Sondern, also soll ich im Ausland leben? Wenn du doch zufrieden bist, so wie du gerade lebst, ja. Lass doch die Leute in Ruhe arbeiten gehen. Warum machst du dich lustig über die? Darum geht es. Aber wenn Leute auf der Bühne gehen, wenn Leute auf der Bühne gehen, so Leute wie Kaya Jana. Nein, es ist genau das Gleiche. Aber ich würde dir auch keinen Job geben, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Ich würde auch nicht gerne Hassan heißen und Dönerfleisch schneiden. Weißt du, wenn jetzt Leute auf der Bühne stehen und sich über Jobs lustig machen, dann ist das cool, dann ist es ja Comedy. Wenn ein Marokkaner das auf TikTok macht, ist das eine Beleidigung. Genau. Ich habe euch verstanden. Nein, so wie du das machst, du schikanierst die, du machst dich lustig. Jo, das ist keine Straftat. Das war immer Satire. Das ist verkehrte Psychologie. Das ist keine Straftat, mein Freund. Was beschützt du da, Digga? Ja, eigentlich ist das doch logisch. Musst du dir überlegen. Er will auch seinen Teil vom Kuchen haben. Und eigentlich hat er eine schlaue Masche gefunden, die keiner von uns hatte. Und er zieht die Knaller durch. Er zieht die erstmal durch. Und da muss man respektieren. Ich respektiere Menschen, die irgendwas tun. Besser als gar nichts zu tun. Und er zieht sein Ding durch. Wie er macht, meine Güte, aber wenn man dann versteht, das ist doch verkehrte Psychologie. Im Endeffekt kann der sagen und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Nichts wird sich ändern hier. Nichts würde sich ändern dann irgendwas. Nein, ist doch okay. Der kann doch seine Satire machen und Ding. Aber weißt du, so gerade jetzt so ein Beruf, das ist dann auch noch so ein sozialer Beruf. Weißt du, was ich meine? Safe, okay, wir ändern den Beruf jetzt. Ich hole jetzt irgendwas Ekligeres raus. Warte. Dann kommen die Sonne auch schon. Ja, das ist mir egal. Gehen wir jetzt auf die Schwangeren. Ich hole heute alle Kategorien raus. Alles legal, alles erlaubt. Ich verstehe. Das fällt mir nichts mehr ein. So, Alter. Jetzt holen wir die Schwangeren raus. Fertig. Benimm und jetzt. Benimm dich einfach, Wallah. Benimm dich. Wallah. Ich mach, guck mal, ich kann Tuno machen, was ich möchte. Die sollen arbeiten gehen. Arbeiten gehen. Wie viele Schwangere sehe ich auf TikTok? Die können Homeoffice machen. Dann sollen die arbeiten gehen. Warum auf TikTok live gehen mit Schwangere auf? Das Internet ist auf jeden Fall nicht echt. Das muss man einfach mal echt wissen, Alter. Das Internet ist nicht die echte Welt. Und jeder, der sich damit identifiziert, hat eigentlich ein echtes persönliches Problem. Muss man mal ehrlich sagen. Das ist für mich kein Problem. Ich hab Kommentare gesehen, wo du an der Kasse gearbeitet hast. Was ja, genau, du hast Kommentare gesehen, aber wenn mich doch jemand gesehen hat. Leute. Wenn mich doch jemand. Sagen, du gehst bei Netto nebenbei arbeiten. Also, guck mal, wir überlegen das mal realistisch. Wenn jetzt der Herr Jobcenter wirklich bei Netto arbeiten sollte. Wie lange musstest du für deine Mütze sparen? Hassan, kannst du mir morgen ein Kalbsdöner machen mit Rotkohl? Wie lange musst du für deine Mütze sparen? Erzähl mal. Oder du kannst auch Reifenwechsel bestimmt. Du hast doch bestimmt einen Reifenwechsel-Service, oder? Ja, nein. Und ist es jetzt, soll es peinlich sein? Ich bin der Reifenwechsler. Und was ist jetzt daran so schlimm? Ja, und ich bin angeblich der Nettokassierer. Was ist denn daran so schlimm? Wenn du Winterreifen brauchst. Brauche ich nicht. Das brauchen nur Leute, die arbeiten, zur Arbeit fahren. Du bist ein Bahnfahrer, Land. Du bist ein scheiß Bahnfahrer. 39 Euro Deutschland-Ticket, Luxus.
Du kannst im Zug sitzen, du kannst live gehen und du fährst. Aha, also ich komme aus Köln und bei uns ist Bahn und Bus und alles brutal flexibel. Jede 2 Sekunden kommt alles möglich. Also ich brauche kein Auto, um in die Stadt. Ja, jemand in der Stadt nimmt, braucht kein Auto. Wie gesagt, ich wohne so gut wie in der Innenstadt. Ich wohne so gut wie in der Innenstadt und alle meine Kollegen, die selber arbeiten und Autos haben und so, die haben auch selber komische Parkplätze. Also wer in Köln lebt, der weiß ganz genau, wie komisch es ist, da Parkplätze zu haben. Okay, was machst du, wenn deine Frau schwanger ist, wenn dein Kind jetzt krank ist? Warte mal. Deutschland? Jetzt mal die Frau schon? Nein, warte mal. Deutschland? Was machst du? Du brauchst doch ein Auto. Ja, genau. Warte mal ganz kurz. Deutschland, AOK, ich rufe 112. Okay, 8. Monat schwanger und jedes Mal, wenn die dann einen Termin hat, fährst du dann mit dem Krankenwagen. Ich bin doch versichert, das wird doch bezahlt. Natürlich mit Krankenwagen, Bruder, Papa. Muss doch keinen eigenen Tank verschwenden. So behindert, ohne Warum Scheiß. Warum das denn? Das ist so sinnfrei. Ja, natürlich ist das für dich sinnfrei, weil du gehst arbeiten. So ja, du gehst dafür arbeiten. Solange ich provoziere, hat dann Sinn. Okay. Ich solange du provoziere, schwanger ist, wir haben Zahnschmerzen und dann kommt auch Krankenwagen. Hä, für Zahnschmerzen? Also... Hä? Hä? Also wenn ich Zahnschmerzen habe, muss ich doch nicht jetzt schnell mit dem Auto fahren, ist doch kein Notfall. Also du kriegst einfach so Zahnschmerzen irgendwann, ne? Notfall auf einmal, kriegst Zahnschmerzen, dann stirbst du, oder? Ja, ist doch scheißegal. Junge, was ist das für Argumente, wenn deine Frau schwanger ist, rufe ich den Krankenwagen, Junge, wenn ich einen Notfall habe. Ich mal, werd mal Mann, Alter. Ja, ich werde mich morgen Herr Hassan nennen. Wenn deine Kinder zum Fußballtraining wollen. Das wird auch vom Amt bezahlt, Was machst du dann? Wird auch vom Amt bezahlt. Dann setzt du dich mit deinen Kindern in die Bahn und dann eierst du zum Fußballspiel. Hey, Hassan, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Fußballplatz, 3 Kilometer weg vom Fußballstadion, wo die spielen, dann ladst du da auch hin, oder was? Hey, Hassan, also, kann ich dich mal fragen, wie alt bist du? Das Ding ist, irgendwann, ne, du musst arbeiten gehen. Muss ich nicht. Wenn du Familie planst. Nein, muss ich nicht. Ich habe 2 Kinder. Muss ich nicht. Ich habe doch 2 Kinder, muss ich nicht. Bruder, das ist so peinlich, ohne Scheiß. Ist ja nicht mit Kinderwagen und so in Straßenbahn. Ja, es ist peinlich. Digga, einfach mit Kinderwagen, dann kommt so Huppel, du kannst da nicht rüberfahren, dann deine Frau hilft dir, den Kinderwagen hochzuheben und so. Da kommt Huppel? Junge, habt ihr ihn gehört? Ruppel, er hat, glaube ich, Izmir mit Hand, Köln verwechselt. In andere Hand Kinderwagen, oh, boah, Junge. Hä, er sagt Ruckel, er dachte, Dingens, er hat Izmir mit Köln verwechselt. Also in Deutschland sind die Straßen glatt, in Köln sind die Straßen super, ist nicht wie Izmir. Ja, hier gibt's keinen Bordstein, ne? Ja, aber glatt in Köln ist alles ready. Aber, kein Bordstein, gell? Alles glatt. Glatteis gefahren. Kein Problem, Hassan. Was machst du, wenn jetzt so Glatteis ist, so wie jetzt? Dann bleib ich zu Hause. Ich nenne den Titel, glaube ich, Steuerzahler heißt Hassan. Ich schwöre, ja. Du kommst auf YouTube, ich schwöre bei Gott, ich mache morgen ein geiles Thumbnail. Steuerzahler heißt Hassan. Ich bin stolz darauf, Steuerzahler zu sein. Ich bin stolz darauf, in diesem Land zu leben. Ja, super. Steuerzahler heißt Hassan. Extrem stolz darauf. Ja, super. Ist ja nicht schlimm. Du kannst und so Schmarotzer wie dir, ja, ne, gerne. Ist kein Problem, Hassan. Gib mal dein PayPal, ich schick dir einen Zehner. Nein, ich hab kein PayPal, ich hab kein Online. Ja? Hab ich nicht. Gib mal dein PayPal, ich schick dir. Nein, ich hab kein Online-Banking und so. Sowas hab ich nicht. Online-Banking und so? Ja, hab ich nicht. Brauch ich nicht. Ja, wie lässt du dir dein Geld bezahlen? Ich krieg einen Scheck. Scheck? Ja. Den löst du dann ein? Natürlich, ganz normal, ist doch legitim. In Deutschland ist keine Kontopflicht. Alter, Junge. So einfach ist es, man kann alles umgehen. Zahlst du dann GEZ auch mit Scheck? Warum? Als Arbeitsloser zahlst du doch kein GEZ. Richtiger Löwe, ja, Wallah. Da hast du wie viel gespart? Was zahlt man für GEZ? Ich weiß den Preis nicht, du musst das doch wissen, keine Ahnung. Oder deine Eltern, die arbeiten, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ach.